Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Gnadental. Heute soll es hier nochmal weitergehen. Und ja, ihr seht den Drescher hier stehen. Und jetzt zeige ich euch mal, was der jetzt kann. Haha! Der fährt jetzt schon von alleine. Richtig gut. Also ich habe so ein paar Autodrive-Kurse eingefahren. Ah, eigentlich hätte er hier abbiegen sollen. Also es funktioniert noch nicht ganz wie gewünscht. Ja, was macht er? Knickt er hier jetzt ab? Nee, er sucht sich den Weg über die Straße. Schade, denn eigentlich hatte ich da eine Abzweigung reingebaut. Aber das scheint er noch nicht so annehmen zu wollen. Nun gut, nun gut. Also auf jeden Fall habe ich so ein paar Strecken hier jetzt schon mal über das Gelände gelegt. Und ja, unsere Ölmühle hier ist schon gut im Gang. Wird auch wunderbar angefahren. Und jetzt sollte der Drescher eigentlich da hinten in die Halle fahren. Ich werde da noch einen anderen Unterstand für setzen müssen. Für Drescher, weil der passt da jetzt natürlich auf Dauer wahrscheinlich nicht rein. Aber ich habe mir da jetzt erstmal so eine kleine Strecke durchgelegt und theoretisch müssten da jetzt auch schon ein, zwei LKW drin stehen. Mal schauen, ob da gleich Stau ist. Ja, da ist Stau. So, das macht aber nichts. Ihr seht, ich stopp den hier mal. Der würde jetzt in diese Halle einfahren können. Und ich habe auch das Silo da hinten schon mal eingefahren, dass man da anfahren lassen kann und abliefern lassen kann. So, da seht ihr die beiden LKW. Das ist bisher auch alles, was ich hier am Hof habe. Das müssen wir natürlich heute ändern. Also erstmal müssen wir den Drescher und die beiden LKW zu unserem zweiten Feld bringen. Und da muss ich jetzt tatsächlich mal kurz gucken. Das ist... Ach, das ist hier hinten. Ah, okay. Ich hätte da oben... Na, ah, muss ich wieder zurück. Ärgerlich. Komme ich auch unten rum? Ne, eher nicht. Ich komme wahrscheinlich von hier oben ran. Ans Feld. Feld 82 muss nämlich abgeerntet werden. Da fahren wir mal kurz hin. Und danach schauen wir uns dann das Feld an, das wir bearbeitet haben in der letzten Folge. So, ja, ist eigentlich gar nicht so schlau, jetzt hier mit dem Drescher zu fahren, aber ja, soweit ist es ja gar nicht. Soweit ist es gar nicht, weil ich muss dann natürlich auch einen Feldrandkurs drumherum fahren, damit die dann auch abfahren können, wie sie sollen. Aber den Drescher kann ich ja schon mal anstellen, der kann ja schon mal loslegen. So, bis jetzt, ja, das sieht eigentlich schon ganz gut platziert aus hier. Kann man schön drumrum. Hat wunderbar funktioniert. Wir können gleich mal schauen. Uff. Uiuiuiuiuiuiui. Ja, das Lenkrad ist noch nicht wieder installiert. Merkt man direkt. Mal kurz die Minikarte an. Na, da sehe ich aber auch nicht wirklich drauf, ob ich vorbeifahre. Achso, erst kommt Feld 80, dann ist da 81 zwischen, aber wahrscheinlich muss ich... Ah, nee, dahinter ist eine Auffahrt, okay. Ups, Entschuldigung, ich war kurz unachtsam, das tut mir leid. Unangenehm. Schön den Gegenverkehr mitgenommen. Ist denn hier... Das wollte ich wissen. So, so wollte ich das haben. Ja, okay, hier ist schon mal gesetzt. Perfekt. Hier kann Autodrive allerdings ja auch nicht allzu viel falsch machen. Das finde ich gut. Gucken wir mal ein bisschen von innen, wenn wir hier jetzt schon lang cruisen. So, ah, hier ist auch so ein kleiner Hof oder so. Nice, was ist das denn? Ist das ein Shop? Nee. Sah erst so aus. Okido. Da ist unser
Rapsfeld. Ich habe tatsächlich gar nicht geschaut, ob das schon durchgewachsen ist. Ich fahre da jetzt einfach hin. Kann jetzt auch sein, dass das noch gar nicht so weit ist. Das sieht mir auch irgendwie. Moment mal, das ist gar nicht mein Feld. Das hier ist mein Feld. Verdorrt! Verdorrt, verfault! Ich war zu langsam! Oh nein, ja, wir haben jetzt September. Leute! Guckt euch diese Feldgröße an. Das habe ich verpasst. Oh, ist das ärgerlich. Ja, gut, okay. Okay. Okay, nicht ärgern. Nicht ärgern. So, einmal den Drescher angucken. Guck mal, wie der aussieht. Wie Sau. Oh nein. Oh, jetzt habe ich tatsächlich gerade. Oh, einen üblen Stau verursacht. Oh Mann. Muss ich nur ausstellen, ne? Wobei, kann ich das überhaupt ausstellen? Dann muss ich saisonales Wachstum, glaube ich, ausmachen, oder? Oh, wie. Naja, okay. Jetzt ist es passiert. Zurückspulen ist nicht. Der Drescher war halt, der war sehr lange unterwegs auf dem großen Feld. Und es hätte aber theoretisch, glaube ich, noch gereicht. Ja, ich war eigentlich noch im Vormonat. Also ich hätte es noch schaffen können. Ah, ist jetzt so. Kann man jetzt nichts machen. Ja, zur Halle. Genau. Du fährst mal zurück zur Halle. So, das heißt aber, ich brauche einen Grubber und ich wollte mir das mal mit Mulchen angucken, weil eigentlich auf dem anderen Feld stehen ja die Stoppeln. Hier jetzt nicht. Da sind jetzt keine Stoppeln. Das werde ich dann einfach untergrubbern. Ich weiß gar nicht, ob ich da drüber mulchen könnte. Das wären jetzt die nächsten Aufgaben. Grubbern und mulchen. Wir begleiten hier mal einfach den Drescher, das Stück, und gucken so lange mal in unsere Produktion, in die jetzt noch mehr Liter hätten eingefließen können. Aber ich habe 366.000 Liter Raps in die Fabrik, in die Produktion eingebracht. Also schon ordentliches Sümmchen, würde ich meinen. Was habe ich mir noch angeguckt? Ich habe mir die Aufträge angeguckt und guckt euch das mal an. Was hier alles vorhanden ist, das ist ja der Hammer. Da werde ich auch auf jeden Fall einsteigen. Oh, die Ernteaufträge verschwinden gerade alle hier. Das waren viel mehr Ernteaufträge. Da war wahrscheinlich viel Raps bei im August. Ja, jetzt ist nur noch Hirse. Ja, warte mal, dann nehme ich vielleicht einfach einen Ernteauftrag an, um diesen Ausfall jetzt. Das mache ich. Feld 70. Nee, gar nicht Feld 70. Feld 15. Wo ist denn Feld 15? Das ist bestimmt über mir, oder? Uff. Feld 15. Ja, das müsste irgendwo da oben ist das. Alles klar. Da muss ich doch wieder in die andere Richtung. Das fahre ich dann aber doch lieber mit. Da vorne stellen wir den mal eben kurz ab. Das fahre ich dann doch lieber mit einem LKW ein. Ich würde sagen, dann nehme ich einfach einen Ernteauftrag an und mache den. Wobei das eigene Equipment dafür benutzen, schwierig, ne? Bop, bop, bop. Was würde ich denn bekommen? Oh, aber der Auftrag. Oh, wenn ich das leihe, das ist sonst immer geringer, ne? 9.200. 58 Euro weniger, wenn ich das Equipment leihe, sind dann immer noch 61.000 Euro. Plus, da wird sicherlich Hirse für mich überbleiben.
Was würde das hier kosten? 3.700 Euro. Halleluja. Also das ist, glaube ich, vom Gefühl her ist das höher. 11.000. Als wenn man, als auf anderen Karten. Oh, die Grubber-Aufträge hier sind ja der Wahnsinn. Die sind ja der Hammer. Die will ich haben. Die muss ich haben. Da leihe ich mir einmal das Equipment. Warte mal, ich habe ein bisschen Angst, dass die dann auch verschwinden. Na, erstmal das Ernten hier. So, das machen wir jetzt. Wir leihen das Gerät und zwar, na nee, das dann nicht. Wobei, das müssten auch 13,5 Meter sein, ne? Und vor allem, das ist das selbstfahrende Schneidwerk. Und meine Abfahrer kann ich ja ruhig, die kann ich ja ruhig mitschicken. Dann leihe ich mir hier das Gerät und nutze das dann aber auch da. Dann nehme ich einfach beide Aufträge an. Das machen wir. Wir leihen hier Geräte ausleihen. Zack. Und den hier nehmen wir einfach an. Papa! Tja, nicht ganz doof, ne? Nicht ganz doof. Und bei den Grubber-Aufträgen machen wir quasi dasselbe. Wir brauchen einen, wo auch. Oh, guck mal, hier ist auch der große Grubber dabei. Und die Leihgebühr ist dadurch relativ gering. Dann machen wir das so. Dann schicke ich die nämlich zu den Aufträgen hier und besorge mir selber höchstwahrscheinlich entweder diesen Grubber hier oder ich habe da noch einen anderen im Kopf. Gerät ausleihen, damit fangen wir auch einfach mal an. Und dann setzen wir die gleich mal in Gang. Ich springe gleich mal rüber zum Händler. Hätte ich auch über die Karte machen können, war ich ja schon drin. So. So, was haben wir denn hier alles? Ich bin gefangen. Lasst mich raus. Uff. Eieiei. So, da ist der Drescher, Abfahrer. Und dann haben wir hier einen dicken Case-Steiger. Case 470. Den hatte ich noch nie. Den gucke ich mir gleich in Ruhe an. So, wo müssen wir hin? Wir müssen an Feld 15. Ich würde sagen, da mache ich erst Feld 15. Und was war der zweite Dreschauftrag? Feld 108. Das ist dann wahrscheinlich ganz auf der anderen Seite hier, oder? Ja, 108 da unten. 15 und 108. Ja, dann fangen wir bei 15 an. Wir machen das wie folgt. Wir fahren uns das gleich ein. Wir haben ja freundlicherweise so einen Fast Truck dabei. So. Zack, Manual Attach habe ich deaktiviert. Das ist dann doch ein bisschen krass auf der Karte. Und jetzt müssen wir mal schauen. Den Händler habe ich auch immer noch nicht eingefahren. Muss ich auch noch mal machen. Wie fährt man den denn am besten ein? Ist ein bisschen eng hier. Und drehen ist da hinten auch nicht so wirklich. Dann machen wir das mal eben ganz geschmeidig so. Dann will er den Punkt nehmen. Okay, den kriegt er. Der heißt dann Händler schon einmal. Kommt hier so eine Schleife rein, in der Hoffnung, dass das ausreicht. Jetzt mal hier auf die Schnelle einfach, ne? Und dann steht da mein Anhänger höchstwahrscheinlich ein bisschen im Weg. Wird sich zeigen. So, dann geht das einmal hier rum. Ist jetzt die schnellste Variante, das mal eben zu erledigen. Ja, wahrscheinlich bleiben die da hängen. Mal gucken, ob man das da mit der Kurve überhaupt hinbekommt. So, eigentlich geht es mir ja hauptsächlich darum, dass die hier wegkommen. So, dann müssen wir hier rum. Einmal Kurs kontrollieren. Das sieht alles gut aus. Und dann muss ich hier abknicken. Ist das richtig? Ich glaube schon, ne?
Da muss ich abknicken und da gibt es nämlich noch keine Strecke. Warum hat er denn die Strecke hier aufeinander gelegt? Das ist ja, das ist nicht cool. Aber okay. So, da beginnen wir gleich. Einmal rausscrollen. Damit ich den, ich mache das jetzt, damit ich den Drescher da gleich hinterher schicken kann. Da ums Eck. Und die Abfahrerspur mache ich dann auf dem Rückweg hier. Nur, dass der Drescher da gleich hinkommt. Tack, tack, tack. So, Feld 15, ist das dahinter? Oh, ich ärgere mich über den Raps. Ich habe dieses Feld extra gekauft, um den, weil da der Raps drauf war. Das ist jetzt wirklich super schade. Aber da habe ich nicht aufgepasst. Wer nicht aufpasst, ist selber schuld, ne? So, das hier ist dann die Feldauffahrt. Alles klar. Ach, guck mal, hier kann man dann auch schön über den Randstreifen gehen. Ach, hier ist auch wieder so ein Graben. Ja, dann kann man eigentlich nicht über den Randstreifen gehen, weil der dann so im Graben steht hier. Nee, das finde ich doof. In dem Graben, das finde ich blöd. Dann nehmen wir die weg. Da muss ich durchs Feld donnern. Oh, hoppla. Ach Mensch, das ist ja ein Drehschimmel. Nee, sehr schön, sehr schön. Mit dem kann ich ja so gut. Weil mit Tastatur kann ich das gar nicht dann. Da brauche ich schon eher ein Lenkrad. So. Der kommt dahin. Der kommt dahin. Der kommt dahin, auf dass es dann später hier weitergeht. Dann ziehe ich hier aufs Feld. Bruchzerstörung ist ja ausgeschaltet. Und dann kommt hier der Startpunkt Feld 15 hin. Feld 15. Und dann umrunden wir das Teil einmal in der Hoffnung, dass der Fast Truck auch wirklich ein Fast Truck ist. Aber das gehört jetzt natürlich alles dazu und ich dachte mir, auf der Karte hier können wir das auch durchaus immer mal zusammen machen mit dem Einfahren. Jo, 70 km/h, wunderbar. Mit meinen Agro-Trucks wäre ich jetzt noch mal eine Runde schneller, aber 70 ist auch schon ordentlich. Oh, ist aber auch nicht klein hier. So, da sehe ich auch schon wieder so einen Graben. Ah, hier ist noch eine Feldauffahrt. Okay. Kann ich dann später noch mit anbinden hier. Aber hier hat AutoDrive auch tatsächlich noch nichts dergleichen erstellt. Also, naja. Ah, sehr gut. Hier ist die Seite früher erreicht. Hier ist nochmal eine Feldauffahrt. Ist das ein Graben dazwischen? Wahrscheinlich. Also richtig sieht man das nicht. Also hier ist auf jeden Fall ein Graben und da könnte ich, glaube ich, in der Mitte durch. Ich teste das mal. Ja, das sieht gut aus. Oder auch nicht. Wo bin ich jetzt gegengefahren? Da geht es nicht weiter. Ich hänge irgendwo fest. Was ist das denn? Guck mal, da ist eine. Hä? Da ist eine Kollision. Okay. Sehr irritierend.
Das ist äußerst irritierend. Was hat der denn da hängen? Die Karte hat noch so manche Überraschungen parat. Von den blinkenden Punkten, die ich nicht zuordnen kann, bis hin zu unsichtbaren Kollisionen. Aber okay, wenn man die dann kennt, ist er in Ordnung. Aber schon komisch, oder? Hier ist ja nichts eigentlich. Naja. Jetzt weiß ich auch, warum der Auftrag 70.000 bringt. Das ist ordentlich, das Feld. Oh, guck mal, da wird's heller. Schönes Sonnenblumenfeld hier nebenan. Ja, aktuell habe ich noch fast 5,5 Millionen auf dem Konto, aber das sieht viel aus, täuscht aber. Die sind ganz schnell weg, weil ich noch so viel Equipment brauche. Und ja auch in einem interessanten Ausmaß. Bin ich so ein bisschen an die Wild West erinnert, nach wie vor. Die habe ich im 19er gern mal gespielt. So. Den können wir schon mal verknüpfen. Bis da. Und dann kommt hier aber noch eine Verknüpfung rein, dass man auch weiter hier ums Feld fahren kann, wenn benötigt. So. So ist das, glaube ich, ganz gut. Ach, guck, hier ist... Oh, ich habe das jetzt gar nicht... gar nicht als Nebenstrecke eingefahren. Wenn ich da hinten jetzt die Feldauffahrt anknüpfen würde, könnte es sein, dass hier jemand abkürzt. Vielleicht muss ich das dann später nochmal korrigieren. Hoppla. Naja gut, jetzt ist es so. So, und dann kann man hier rum. So, und dann geht es da wieder zurück. Hinten zur Hauptstraße. Wo muss das denn hin eigentlich? Von Feld 15. Wo ist das Ziel? Blumengard. Ja, na klar. Hier geht ja eigentlich alles nach Blumengard. Das wiederum ist sehr praktisch. Dann fahren wir das jetzt mal ein. Heute kleine Streckenkunde hier. Aber wie gesagt, auf so einer Karte gehört es halt auch dazu, ne? Ich lade mir auch gerne mal Autodrive-Kurse runter. Ich hatte jetzt aber tatsächlich zum einen gar nicht geschaut, ob es hier schon welche gibt. Und zum anderen habe ich auf der Karte Lust, die auch irgendwie selber zu machen. Schreibt mir gerne mal, wie ihr das macht. Ladet ihr euch die lieber und passt die dann an? Oder... Ja, hier muss ein bisschen zur Seite, sonst haue ich das Schild da um. Oder bleib hängen. So, jetzt muss ich hier mal schauen. Wie kommt man da am besten ran? Das hier müsste Blumengard sein. Erstmal verbinden wir das hier jetzt. So. Jetzt gibt es erstmal eine Verknüpfung in die Richtung. Diese ganze Kreuzung muss ich aufräumen. Das muss ich, dann muss ich neu machen. So geht das nicht. So. Und dann hätte ich gerne
Da ein Punkt. Das hier wird ja verschwinden. Das kann ich eigentlich schon mal wegnehmen, weil das gefällt mir gar nicht. Und da hätte ich eigentlich... Ah, sehr gut. Den kann ich mir ziehen. Sehr schön. So, darum. Dann würde ich auf jeden Fall schon mal zu meinem Hof kommen und ich komme hier rum. Blumengart, das ist gut. Ah, nein, ich habe vergessen. Das ist das große Problem. Wenn man den Aufnahmemodus nicht stoppt. Wer kennt's? Passiert mir immer wieder. Gern genommen. So, dann müsste ich eigentlich von hier ganz gut rankommen, oder? Wo ist denn da abladen? Da ist abladen. Was ist das? Das ist schon eingefahren? Okay, die Mühle ist schon eingefahren. Interessant. Gucke ich mir später an. Brauche ich jetzt noch nicht. Ich mache hier jetzt erstmal weiter. In einem schönen großen Bogen. Darum. Schön über die Abladefläche. Einen weiter. So. Wie heißt das? Heißt das wirklich Blumengart? Blumengart. Okay. Blumengart. Ist doch richtig, oder? Check auf der Karte. Blumengart. Jawohl, wir sind richtig. Ziehen wir hier wieder raus. Und dann kann man das auch wirklich nur von einer Seite anfahren. Dann gibt es eigentlich am wenigsten Probleme damit. Weil hier hinten kann man ja wieder raus. Das machen wir auch hier zweispurig dann einfach. Erstmal rechts einspurig, kann ich dann später anpassen auf zweispurig, falls benötigt. Da setzen wir uns auch eine in die Mitte. Dann kommt einer hier zu der Seite hin. Zack, zack. Der geht nach da. Und hier geht einer in die Richtung ab. Und dann habe ich hier eigentlich alles, was nötig ist für den Anfang. So, ich glaube, das müsste passen. Feld 15, bitte. Das sieht gut aus. Dann springen wir mal rüber. Und, oh, ich bin immer noch ganz schnell hier. Dann schnappen wir uns mal den Drescher. Schöner, oh. Mensch, der ist aber, der ist rot. Aber man sitzt ein bisschen seitlich, oder? Ach nee, das kommt nur hier vom Drehen, alles klar. Also der Händler ist knapp bemessen, würde ich sagen. Beep, 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 beep. Nee, so wäre das nix. So. Sehr schön. Für dich... Mein Freund, geht es auch ab zu Feld 15. Kriegst du das von hier aus hin? Das sieht gut aus. Sehr schön. Oh! Stopp! Oder auch nicht. Warum nicht? Warum biegen die denn hier immer in die falschen Richtungen ab? So, let's see. Das hier ist mir zu konfus erstmal. Dann setzen wir da noch einen zwischen. Das hier kann eigentlich auch einer sein. Die kommen weg.
kommt noch einer hin. Soll ja auch halbwegs sauber sein alles, ne? So, der. So viele Punkte bräuchte es hier jetzt nicht, aber okay. Nee, du sollst den wegnehmen. Danke. Bisschen raus. Mal etwas aufräumen. Sieht ja grauenvoll aus. Und dann setzen wir uns hier einen in der Mitte. Ah ja, wir nutzen den da einfach mit. Nach da, nach da. Den ein bisschen weiter weg und nach da. Ist der halbwegs in der Mitte hier? Müsste grob hinkommen, ne? Die Auffahrt werde ich wahrscheinlich auch nochmal anpassen. So, würde das jetzt theoretisch besser hinhauen oder würdest du wieder zur anderen Seite abbiegen? Oh, guck mal, jetzt geht's. Ist noch nicht wirklich schön, aber sollte klappen. So, dann bringen wir jetzt erstmal den Auftrag hier in Gang. Ich hole mir schon mal weitere Abfahrer. Der hier kommt auf jeden Fall kurz an die Seite. Damit der Drescher da gleich Platz findet. Ich glaube, da werde ich gar nicht so viele Abfahrer benötigen. Ich schicke mal einen weiteren hin. Dann kann ich nämlich auch testen, ob der von hier sagt, ja, ja, Feld 15 gefällt mir. Sieht gut aus. Na komm, dann machen wir gleich beide. Dann lassen wir uns nicht lumpen. Sehr schön. Das bin ich nicht. Das machen die gerade alles von selber. Nice. Sehr gut. Das läuft. Drescher ist auch gleich da. Fast. Dann springe ich mal rüber hier zu unserem Grubberauftrag mit dem riesigen Case. Uff. Oh, bop, 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 bop. Ein Riesenteil. Und dann doch irgendwie erstaunlich klein hier drin, ne? Oh, oh, der zieht aber gut. Der zieht gut. Da kann man nicht meckern. So, wo sollen wir denn grubbern? Dann kümmern wir uns heute um die Aufträge und beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um meine Felder. Grubbern. Auf Feld 109 habe ich angenommen als erstes. Eieiei. Ich wollte ja aber auch die großen haben, ne? Die dicken Dinger hier. 145.000, Feld 30, Feld 27. Ich glaube, die nehme ich schon mal dazu an. Jedenfalls die drei großen Hunderter. Und dann mache ich die zuerst, weil die sich hier oben auf der Karte befinden. 82 ist auch... Da alles über 50, nehme ich erstmal an. Ich werde wahrscheinlich sowieso alle versuchen zu absolvieren. Was bringt ja richtig Asche. Ist ja der Hammer. So, und dann fange ich an auf Feld 27 oder 30, würde ich meinen. Wo ist denn hier was? 27 ist neben meinem Feld. Das ist gut. Dann kann ich den quasi zu Feld 28 schicken. Und von da aus dann einmal hier Feldrandkurs einfahren. Oder ich komme jetzt einfach hier oben rum und fahre den von hier aus ein. Das kann ich auch machen. Vielleicht schlauer, ne? Aber vorher setzen wir den geliehenen Drescher hier in Gang. Das ist natürlich blöd, dass er mit dem Schneidwerk hier auf dem Feld steht.
So, einmal abhängen. Uff. Oh Mann, und da hinten kommen schon die weiteren Abfahrer. Anbauen. So, du musst dich davor setzen. Einmal einklappen. So, und jetzt möchte ich natürlich, dass der auch vernünftig auf der Position steht. Und von da werde ich mir einen Cosplay-Kurs errichten. Ja, das darfst du kurz machen, ist in Ordnung. So, dass wir den Startpunkt da auch vernünftig haben. Und jetzt sagen wir Cosplay. Job erstellen. Mit CP bitte. Hier vorne beginnen. In die Richtung geht's, das ist richtig. 13,5, machen wir 13,3, machen mal 5 Vorgewände, scharf 8%. Und generieren mir einen Feldkurs. Jetzt rechnet der wieder eine ganze Weile. Na, gar nicht mal so lange. Sehr schön. Feld 15. Einmal anlegen. Neuer Ordner. Feld 015. Kurs speichern. 13,5 Meter dreschen. Sollte mir das Feld irgendwann selber mal gehören, kann ich das dann wieder verwenden. Das ist natürlich super. Und dann darfst du am ersten Wegpunkt bitte starten. So, gut, dass der jetzt mit der ausgeklappten Deichsel hier unterwegs ist. Nun gut, also Feld 15 ist eingegeben. Du müsstest den Drescher gleich noch ausklappen. Interessant, wie der hier so ein bisschen Schlangenlinien fährt. Ja, jetzt klappt da Schneidwerk ein und den Drescher aus. Sehr schön, geht doch. Na, geht doch. Wunderbar, das läuft. Keine Ahnung, wie viel da reingeht. Und dann setzen wir jetzt den hier davor, weil der war als erster da. Und dann darf der den Drescher abfahren. Oh, das wird aber interessant, weil die stehen hier, glaube ich, dann im Weg. Den stellen wir hier vorne hin. Und der kriegt jetzt den Auftrag auf Feld 15 abfahren und abliefern bei Blumengard, bitte. Den Auftrag kriegen die jetzt alle. Und dann muss ich später dann mal gucken, dass ich früh genug eingreife. Weil da bleibt bestimmt was für mich über. So, aber erstmal sollen die das hier jetzt ja zügig voranbringen. Blumengard. Einmal aus und wieder an. Habe ich das hier auch gemacht? Oder habe ich hier jetzt nur ausgemacht? So. Sehr schön. Muss ich einmal durchskippen. Da bin ich wieder beim Grubber. Boah, das ist auch ein Riesenteil, oder? Und dann kann ich nämlich hier oben gleich die Strecke korrigieren. Jedenfalls so mein Plan. Jetzt muss ich mir das mal angucken. Was führt denn da eigentlich wohin? Und wo ist da der Fehler passiert? Ich glaube, da werde ich ein ganzes Stück Strecke löschen müssen, so wie ich das sehe. Kurzen Überblick verschaffen hier. So, was ist das denn? Mal hier so zur Seite ziehen. Das ist gar nicht doppelt, ne? Wenn ich die hier jetzt wegnehme, eine doppelte Spur ist hier gar nicht. Hab ich das eingefahren? Hab ich das versaut? Kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher.
Kann auch mir passiert sein. So, okay, der schiebt den aber hier schon ganz easy durch die Gegend. Krass. Was für ein Riesenteil, ey. Jetzt einigermaßen mal hier so auf die Spur kommen, dass ich hier dann gerade bleibe. Es könnte grob hinkommen. Also die Spur ist mir fast ein bisschen zu sehr an der Seite. Aber okay. Ist jetzt so. So, dann kann ich hier nämlich verbinden. Ein bisschen nachkorrigieren. Und jetzt geht dieses Kreuzungsgame los. Den einmal nach da. Jetzt wäre hier vorne noch ein Punkt ganz gut. Der fehlt mir da. Sprich, das hier nehmen wir mal raus. Das machen wir weg. Das irritiert mich noch. Jetzt wäre es natürlich einfacher, wenn ich gerade hier keine Gerätschaften angehängt hätte. Habe ich aber. Ich Schlaumeier. Hier wäre jetzt noch einer dazwischen ganz gut. So, dass der quasi hier so durchgeht. Hä? Wo kommt der jetzt wieder her? Nice. Nee, auch ganz tolle Kurse. Wirklich. Ganz fantastisch. Ich bin begeistert. Den nochmal weg. Ich glaube, das wird nichts, das, was ich mir. Oder? Vielleicht habt ihr schon eine Ahnung, was ich vorhabe. Das Blöde ist halt, die hier sind nicht so ganz auf einer Linie. Aber so geht's einigermaßen, ne? Sieht ganz gut aus, würde ich meinen. So, und dann könnte man jetzt nämlich in der Theorie, aber jetzt habe ich das große Gerät hier hinten dran. Wahrscheinlich ist mir das jetzt im Weg, oder? Nee, es geht. Sehr schön, sehr schön. So, dann kann ich mir nämlich hier eine Abbiegespur reinziehen. Da machen wir auch noch einen zusätzlich rein. Dass das ein bisschen smoother aussieht. Wobei der stört jetzt, ne? Der stört irgendwie. Der muss hier hin. Das ist das Problem. That's the problem. Der muss dahin. Zack, 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 zack. So, ich möchte quasi so ein Viereck hier in der Mitte haben. Und da kann ich dann nämlich die ganzen Kurven reinbauen. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Und ist relativ aufgeräumt. Jedenfalls hat es bisher immer ganz gut funktioniert. Dann kann man sich immer so ein bisschen hier an der Mitte orientieren mit den Pfeilspitzen. Das ist ganz nett. So, der kann jetzt hier abbiegen, der kann jetzt hier abbiegen. Was er noch nicht kann, ist hier. Und was er noch nicht kann, ist da. Tata. So, jetzt sind alle Abbiegungen hier innerhalb der Kreuzung da. Jetzt fehlen dann noch die Außenspuren. Gehen wir hier mal schön an die Ecke ran. So. Na, der sitzt ein bisschen weit hinten. Was in Ordnung. Hier komme ich rum.
Da komme ich rum, der gefällt mir natürlich noch nicht so. Da kommt noch ein zweiter zwischen. So, den haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Dann ist jetzt eigentlich, theoretisch ist jetzt alles vorhanden. Das war nicht so ganz stimmig. So ein richtiges Viereck ist das auch nicht geworden. Naja. Muss ich wieder ein bisschen üben. Übung macht den Meister, was das angeht. Na, warte mal. Was habe ich denn da gemacht? Ah nee, ist richtig, ist richtig. Darum, nur das hier sollte nicht existieren. Oder? Ach doch, na klar. Sonst ist ja die Kurve nicht drin. Ja, alles klar. Habe ich verstanden. Passt. So, müsste in der Theorie gehen. Ah, das ist nämlich nicht mein Kurs. Guck an. Der ist hier von der Mühle. Alles klar. Ja, das mache ich später. So. Stückchen für Stückchen. Okay, der fährt leider nur 40. Hier könnte ich jetzt natürlich eine Verknüpfung anbringen. Machen wir das schnell? Why not? Bis zur Mitte. So, und da habe ich nämlich drauf geachtet, dass das Nebenkurse sind, Nebenstrecken. So. Zack, zack. Bis hierhin musst du also beidseitig befahrbar sein. Und von hier, da hat was nicht funktioniert. Ah, hä? So. 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 Jetzt passt es. Den dann noch. Ja, so wollte ich das gern haben. Von da kann man drauf fahren und von hier kann man abfahren. Dann auch gleich mitnehmen, ne? Wenn man hier schon mal steht. Und dann bietet sich nämlich gleich die Gelegenheit, hier auch auf das Feld zu kommen. So, und auch wieder runter zu kommen. Den schieben wir ein bisschen weg. Das sollte hinhauen. So, gleich mal mit angeschlossen, das ist gut. Oh nein, ich habe gerade eine Befürchtung. Ich komme von hier gar nicht sauber auf das Feld rauf. Weil das Feld hat hier... Doch, da ist eine Auffahrt. Uff, ein Glück. Ein Glück. So, das beenden wir jetzt. Hier kann schon mal der nächste Punkt sein. Das ist okay. Wir wollen jetzt aber hier drauf. Gleiches Spiel. Da noch ein. Dann kann einer nach da und einer nach da weggehen.
den einmal verknüpfen. Auf Nebenspuren umändern. Den da auch bitte. Einmal rausscrollen. Einmal hier anschließen. Dann kommt man hier runter. Und man kommt auch hier drauf. Schließen wir den mal da an. So, das haben wir. Den einmal hier vorne hin. Er ist anfangs immer so ein bisschen Wickelkram, aber man ist dann doch froh, wenn man es hat. Ich jedenfalls. Ziehen wir die mal direkt hier hin. Oh, das ist aber hart mit der Ecke. Da werde ich gar nicht so richtig um die Kurve kommen. Da müssen wir dann gleich mal gucken. Und hier, ich bin in eine Richtung nur drumherum gefahren. Das mache ich hier dann auch. Einen Feldrandkurs, wenn wir schon mal da sind. Das sieht ein bisschen blöd, dass er nur 40 fährt, ne? Herrlich. Ja gut, okay, okay. Muss ja sein. Heute ist Autodrive-Kurse in Gang bringen angesagt. Dann seht ihr mal, wie ich das so angehe. Ihr könnt gerne kritisieren, drauf rummeckern, sagen, Gott, das ist ja, was machst du denn da? Aber jeder hat ja so seine Art da, ne? Ich versuche zumindest immer mit so wenig Punkten wie möglich auszukommen. Also die irgendwie so einigermaßen effektiv miteinander zu verbinden. Weil dann geht das Erstellen, wenn man das ein paar Mal wieder gemacht hat, habe ich jetzt selber auch länger nicht gemacht, so richtig. Auf der Italia, glaube ich, das letzte Mal, ne? Ja, und auf der Niedersachsen so ein bisschen. Aber dann geht das wieder schneller von der Hand. Dann weiß man, okay, Kreuzung von allen vier Seiten, so und so. T-Kreuzung, so und so. Einfache Feldauffahrt, so und so. Größere Feldauffahrt, dann würde man wieder anders vorgehen. Dann würde es eine Auf- und eine Abfahrt geben. Aber bei den engeren Feldauffahrten lege ich das immer gerne so an, dass das halt beidseitig befahrbar ist, die Spur, und dann splittet die sich wieder auf. Ja, 40 ist jetzt nicht das Schnellste. Habe ich gerade nicht bedacht, dass mir das zum Verhängnis werden könnte hier. So, mache ich das hier genauso? Ja, ich mache es erstmal genauso, dass ich hier auf den Weg rüber gehe. Und... Uiuiuiui, das ist nicht sauber. Da muss ich dann noch ein bisschen schieben. Das ist nicht schön. Und ich würde auch von da hinten kommen, ne? Hier gibt es keine... Oder kommt da noch eine Feldauffahrt? Kann man das auf der Karte sehen? Weil sonst würde ich hier jetzt nämlich schon den Punkt setzen. Da sieht man es. Nee, das ist die Auffahrt. Ja, okay. Kleinen Tick noch. So. Hier haben wir dann Feld 27.
Auf Feld 28 habe ich schon Spuren jetzt dazwischen gezogen zum Abkürzen für die Abfahrer. Das habe ich schon eingebaut, dass die nicht immer die ganze große Runde fahren müssen. Mit diesen Knicklenkern Autodrive-Kurse einfach. Grauenvoll. Ich bin zu doof dazu mit den Dingern. Weil ich dann immer so einen schönen Schlenker hier reinziehe. Hier, komm, das brauchen wir alles nicht. So, das reicht vollkommen. Ist einigermaßen gerade. Irgendwas ist hier aber falsch gelaufen, oder? Jo, einer ist noch zu viel. So. Jetzt müsste es wieder passen. Jawohl. Oh, ein bisschen von innen genießen hier, das Monster. Ist echt big. Krasses Teil. Oh. Vielleicht hätte ich doch nicht so von innen fahren sollen. Großer Gott. Ja, das korrigiere ich ein andermal. Ich mache jetzt Folgendes. Tja. Der beste Trick, um gerade einzufahren. Hätte ich auch vorher drauf kommen können. Ja, schön Schlenker da hinten reingezogen. Mann, Mann, Mann. Kann mir jetzt nicht mehr passieren. Wobei, jetzt muss ich gleich Schlenker fahren. Super. Das Feld bekommt hier ja so eine interessante Form entlang des Flusses. Ich habe aber gedacht, das sind größere Ausbuchtungen. Die fahren wir mal langsamer mit. Sonst versaue ich die nur wieder. Aber wenn wir schon wieder an der Stelle sind, dann haben wir es auch gleich geschafft mit dem Kurs hier. Ja, wer das Feld hier kauft, bekommt die Wiese da drüben dazu. Und die ist auch gar nicht mal so klein, ne? So ein bisschen Bäume hätten dem Fluss, glaube ich, ganz gut getan. Bäume, Büsche und sowas. Aber man muss zu der Karte ja auch sagen, die ist echt klein. Für die Größe der Karte hat die eine sehr geringe Dateigröße. Ich gehe mal davon aus, dass es die höchstwahrscheinlich halt auch für Konsole gibt oder so. Dass deswegen jetzt auf großen Schickimicki oder und sowas verzichtet wurde. Jedenfalls meine Annahme. Ist dann wieder cool an einem Knicklenker. Da kriegt man auch mal so eine Kurve. Ready. So, dann müssen wir das Ganze noch anbinden. Einmal nach da. Und einmal in die andere Richtung. Huch, wann habe ich den denn gesetzt? Ach so, ja, eben gerade. Nur noch nicht angepasst. Alles klar. Wart leicht verwirrt heute. So, das haben wir. Was jetzt noch fehlt, ist der Rückweg hier. Machen wir jetzt nicht. Wir gucken jetzt mal, ob der da auch hinfährt, wohin fahren soll. Das sieht gut aus. Das würde er tun.
Ja, und da hinten will ich ihn dann natürlich auch starten lassen mit dem Kursplay-Kurs. Dann kontrolliere ich mal kurz, ob das mit dem Dreschen einigermaßen hinhaut. Das sieht gut aus. Hier ist noch niemand wieder angekommen. Dann mache ich mal kurz Folgendes. Ich stelle die beiden auf den bereits gedroschenen Part da hinten. In der Hoffnung, dass sie dann da auch stehen bleiben. So, sonst stehen sie nämlich irgendwann im Weg. Es kommt mir ein bisschen komisch vor, dass der Drescher noch nicht wieder hier ist. Irgendwas ist da, glaube ich, schiefgegangen. Vielleicht hat sich der Abfahrer da vorgesetzt oder so. Man sieht es auch nicht von hier. Der ist zu weit weg. Ich hatte gehofft, der ist hier jetzt schon einmal komplett rum. So, der dahinter. Dann wollen wir mal kontrollieren, woran es liegt. Drescher steht parat. Abfahrer steht da hinten doof rum. Warum? Ah, hier ist diese Stelle, wo er sich festgefahren hat. Oh nein, jetzt setzt sich da hinten gleich der andere in Gang. Wetten, hier ist diese ja, hier ist diese unsichtbare Kollision. Ich krieg den jetzt hier natürlich nicht vernünftig weg. Das ist ja blöd. So, da kommt der andere Abfahrer. Ärgerlich. Gut, dann bleibt er jetzt hier stehen. Und reiht sich danach dann ein. Kann ich das irgendwie unterbinden? Indem ich diese Kurve hier ein bisschen weiter wegziehe davon. Das ist ja total doof. So ein bisschen angleichen. Wüsste gern, was das ist. Ah, sehr schön. In der Zwischenzeit ist der Grubber angekommen. Perfekto. Dann kriegst du jetzt einen Auftrag, mein Freund. CP Feldarbeit. Feld 27, jawohl. 14 Meter hat der. Machen wir auch mal 5. Generieren. Ja, auf den Langfeldern rechnet er ein bisschen mehr. Oh, hier hat er so Schrägen drin. Das ist eigentlich immer nicht so schön. Woran liegt das? Daran, dass da oben eine Spitze drin ist? Wahrscheinlich, ne? Die Schrägen gefallen mir nicht so gut, weil da muss er hier immer so lange rumdrehen. Und hier. Je nachdem, von wo der kommt, fährt er sich dann auch gern mal fest. Schauen wir mal, ob er das hinbekommt. Ich lasse das jetzt mal gelten. Feld 27. Kurs speichern. 14 Meter grubbern. Und erster Wegpunkt und go. So, surprise, surprise, ob jetzt alles läuft. Oh, schön. Ja, den ich. Das, ach, der Mensch, na klar, den habe ich auch von Niedersachsen, den Grubber. Den kenne ich doch. Kam mir doch so bekannt vor gerade.
Ah, schönes Stück. Sehr gut. Der tut, was er soll. Dann bin ich glücklich und zufrieden. Kurz die Ecke abwarten hier. So, ein paar Bildchen müssen wir noch machen, ne? Ach, jetzt wird es auf einmal dunkel. Nee, mach mal heller. Danke. So, wir haben einen Grubberauftrag am Laufen. Davon haben wir jetzt ein Bildchen gemacht. Ja, ich hoffe, das kriegt er hin. Knicklenker sind ja immer so... Mal wollen sie, mal nicht so. Sehr schön. Gedroschen wird auch. Nehmen wir auch noch mal mit. Machen wir auch mal auf 7 Uhr morgens, sonst ist es so duster. Es ist schön hier so durch das Sonnenblumenfeld. Zack. Ja, geiles Bild. Bisschen näher ran könnte man noch, ne? Ha, das gefällt mir. Sehr schön. Okay, dann läuft das jetzt aber. Endlich. Uff, das war ein Krampf. Gut. Dann machen wir hier für heute Cut. Und in der nächsten Runde kümmern wir uns dann darum, dass mein eigenes Feld auch mal bearbeitet wird. Oder meine beiden Felder. Vor allem das, wo die verdorrte Frucht draufsteht. So was Ärgerliches. Mann, Mann, Mann. Naja, gut. Kann man nichts machen. Ja, schreibt mir gerne mal, wie ihr das mit Autodrive handhabt. Seid ihr auch eher Typ, ich würde auch gerne selber einfahren? Oder guckt ihr da immer, gibt es da schon fertige Kurse? Bin gespannt. Lasst mir gerne ein Däumchen da, gerne ein Abo, würde ich mich drüber freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.